Das Team der Kölner Einsatzkommission bereitet sich auf die Festnahme eines berüchtigten Autoschiebers vor. Der Verdächtige gilt als äußerst gefährlich. Also es geht um folgendes Fahrzeug. Ja? Wir hoffen, dass wir genau diese Luxuskarosse jetzt vorfinden. Der Modus operandi, wie es geklaut wurde, spricht für Uwe Bode. Ja? Uwe Bode ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Saß 12 Jahre, ist jetzt wegen guter Führung nach 9 Jahren entlassen worden. Falls einer von euch Schwierigkeiten bei der Identifizierung hat, ja, ich meine, es ist taghell, aber der Junge trägt gerne ein Käppi. Ja? Der hat damals einen Beamten niedergeschlagen. Ja, der hat Widerstand geleistet. Ich weiß noch nicht, warum sie den jetzt vorher entlassen haben. Passt mir eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall ist es so, der hat auch damals, als er die Fahrzeuge geklaut hat, die jeweiligen Fahrer auch niedergestreckt. Das heißt, der Junge ist kein Streichholz, das ist eine Fackel. Das heißt, wir müssen jetzt genau aufpassen, auf Eigensicherung achten, was uns da jetzt erwartet. Ja, von daher, ihr passt gut auf euch auf. Wie ernst die Warnung von Stefan Sendera zu nehmen ist, zeigt sich schon kurz darauf. Dieses Mal widersetzt sich der vorbestrafte Uwe Bode nicht nur der Festnahme, er geht direkt zum Frontalangriff über. Okay, so, da vorne ist der Eingang, das heißt, da teilen wir uns. Wir gehen. Achtung! Alles okay bei euch? Seid ihr safe? Ist alles okay? Fahrzeug, Fahrzeug! KTF. Köln, TF 262. Einflüchtiges Fahrzeug, KTF 262. Toni Friedrich 262. Der war safe? Lass deinen Kopf unten. Schau mich an. Arnold, nach Schussabgabe. Dringender Bedarf an RTW. Ein Kollege verletzt. Schau mich an, Benno. Schau mich an. Ich versuch ganz ruhig zu atmen. Das wird gut. Atme ganz ruhig ein und aus, okay? Der RTW rollt, ne? Benno, drück da drauf. Drück da richtig drauf. Der Zustand des angeschossenen Kollegen Benno Fröhlich ist besorgniserregend. Ob der Beamte den Bauchschuss überlebt, wird sich erst nach der Notoperation in der Klinik zeigen. Zum Glück ist der RTW so schnell gekommen. Ich mache mir solche Vorwürfe. Ich hoffe echt, dass er schnell wieder gesund wird. Das ist ja nicht deine Schuld. Ja, aber als Streifenpartner fühlst du dich halt trotzdem verantwortlich. Ich habe keinen Spann gesehen. Letztendlich hat 10 von uns treffen. Ja, klar. Ich hoffe einfach, dass alles gut wird. Person. Wer sind Sie? Ich bin die Lisa Bode. Bleiben Sie stehen. Schwere Hände sehen. Was machen Sie? Ja. Wo wollen Sie hin? Das ist mein Elternhaus. Ich habe gerade meine Mutter noch weggefahren zur Arbeit. Was ist denn hier passiert, wenn ich fragen darf? Wir sind auf der Suche nach Ihrem Vater und hier gab es gerade eine Schussabgabe und deswegen sind wir jetzt alle hier. Nach meinem Vater, okay. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Vater eine Schusswaffe gegen uns einsetzt? Ja, also, ja, kann ich, aber es... Ja gut, also, wir wissen ja auch, wo er die letzten Jahre verbracht hat, aber normalerweise sollte er jetzt geläutert sein. Das Problem ist jetzt auch für Sie, dass das Haus jetzt erstmal tabu ist, weil da sind von uns Kollegen von der Spurensicherung drin. Aber was ist denn überhaupt passiert? Der Kollege hat Ihnen das doch gerade gesagt. Aber, vermutlich hat Ihr Vater gerade einen Kollegen von uns. Zumindest hat er ihn angeschossen. Wir müssen jetzt gucken, ob er das überlebt. So, nehmen Sie einmal Ihren Fahrzeugplatz, bitte. Steigen Sie ins Fahrzeug. Ja, die Problematik des Ganzen ist jetzt ist auch noch die Tochter hier vor Ort aufgetaucht. Die fährt jetzt mit uns erstmal zur Wache. Wir hoffen jetzt natürlich, dass es unserem Kollegen schnell besser geht. Der ist jetzt im RTW ins Krankenhaus gebracht worden. Der RTW war zum Glück recht zügig hier. Die Kollegen von der Spurensicherung, die nehmen jetzt das Haus auseinander, weil wir müssen ermitteln, ob sich dort noch weitere Personen aufhalten oder aufgehalten haben möglicherweise. Wir fahren jetzt zur Wache und ermitteln dann da erstmal auch im Umfeld von dem Herrn Bode. Wie sind denn die familiären Verhältnisse bei Ihnen? Wer wohnt wo auf diesem Landsitz, wenn ich so nennen darf? Also Familienverhältnisse haben wir kaum welche. Ich wohne alleine, ich wohne auf derselben Straße, ich habe eine Wohnung. Okay. Ja, und in meinem Elternhaus wohnt noch meine Mutter. Ja. Neuerdings leider auch wieder mein Vater. Ja. Und mein Bruder, der Manuel. Wie fühlt sich das an, wenn Ihr Vater jetzt wieder da ist? Was soll ich dazu sagen? Nur wegen ihm wohne ich doch nicht mehr da. Was heißt das? Mein Vater, der ist krank. Er war ja nicht umsonst im Knast. Also er wollte einfach nicht mehr, dass ich dort wohne, weil ich wollte mir halt nicht mehr alles gefallen lassen von ihm. Mhm. Was heißt alles gefallen lassen? Was ist denn da vorgefallen in der Vergangenheit? Zu viel. Okay. Er hat meine Mutter geschlagen, er hat mich geschlagen. Er hat einfach alles gemacht, was er wollte. Alles. Warum kam es dann dazu, dass er aus der Haft wieder bei Ihnen eingezogen ist? Ich habe meiner Mutter gesagt, sie soll ihn nicht wieder einziehen lassen, aber das bringt auch nichts, wenn ich es ihr sage. Sie hört ja nicht auf mich. Mhm. Das heißt, sie öffnet über die Tür und er hat die Möglichkeit, da bei Ihnen im Hause für mehr Unruhe zu sorgen, oder wie kann ich das verstehen? Ja, leider ja. Meine Mutter, die hat eigentlich jemand Neues kennengelernt, aber seitdem mein Vater jetzt wieder da ist,
macht sie wieder einen auf treue Ehefrau. Die Beamten haben nun auch Sabine, die Frau des flüchtigen Uwe Bode, auf die Wache bestellt. Paul Richter konfrontiert die 38-Jährige sofort mit der Aussage ihrer Tochter Lisa. Sie haben eine neue Beziehung, Sie haben einen neuen Freund? Ja, das darf mein Mann nicht wissen, um Gottes Willen, der darf das nicht wissen. Wieso darf er das nicht wissen? Nein, der darf das nicht wissen. Also, Sie sind hier im sicheren Bereich. Ne? Wenn wir sagen, wir möchten Informationen haben, dann müssen Sie uns das schon alles sagen. Und Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass Ihr Mann Ihnen irgendwas kann. Sonst fährt er schneller wieder ein, als irgendwas anderes passieren kann. Ne? Wenn das hier in Richtung häusliche Gewalt geht, und das haben Sie gerade eben so definiert, dann müssen wir tätig werden, zwangsweise. Ich würde gerne wissen, wie die Verhältnisse bei Ihnen zu Hause im Allgemeinen sind. Ihre Tochter sagte mir, dass Ihr Sohn Manuel da auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie lief das normalerweise ab, auch wie er in der Haft war? Der kontrolliert einfach alles. Egal wo der ist, auch im Knast, der erpresst uns. Mein Junge, der musste Botengänge machen. Dieser Mann ist unberechenbar. Der muss weggesperrt werden. Er hat selbst seine Leute vorbeigeschickt, die uns ständig kontrolliert haben. Haben Sie niemals mit dem Gedanken gespielt, die Polizei zu kontaktieren und uns mal Kenntnis darüber? Sie wissen doch gar nicht, wofür dieser Mann überhaupt fähig ist. So, jetzt gucken Sie sich das bitte an. Das ist ein Kollege von uns. So, und der wurde gerade angeschossen, als wir da eine Kontrolle durchführen wollten. Ja? Das ist doch Ihr Mann, oder nicht? Das ist er doch. Der ist bei der Kontrolle nämlich geflohen. Vorher hat er diesen Schuss abgegeben. Und der Kollege, der ringt im Krankenhaus um sein Leben. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass er gewalttätig ist, was schlimm genug ist. Wir suchen ihn jetzt wegen versuchten Mord. Hätte sich Sabine Bode zuvor hilfesuchend an die Polizei gewandt, würde ihr Mann Uwe möglicherweise wieder im Gefängnis sitzen und Kollege Benno Fröhlich müsste jetzt nicht um sein Leben kämpfen. War Ihr Mann am heutigen Morgen irgendwann allein zu Hause? Also Manuel ist immer ganz früh weg. Der ist der Erste, der geht. Ab wann ist er denn weg? So 7.30 Uhr ungefähr. Kann das bestätigen? Können Sie ihn anrufen? Ja, warten Sie mal. Ich kann den Arbeitgeber anrufen. Ja, machen Sie das. Hauptmann? Ja, guten Tag, Herr Hauptmann. Hier ist die Frau Bode. Könnte ich mal den Manuel Bode sprechen? Das ist ganz wichtig. Hier ist die Polizei, die will mit ihm sprechen. Klar, natürlich, kein Problem. Manuel! Komm mal bitte, deine Mutter. Ist wichtig. Ja? Manuel, ja, ich bin's. Manuel, ist was ganz Schlimmes passiert. Ich bin ja bei der Polizei. Ja, warte mal, ich reich mal eben. Moment, hier. Richter, Polizei Köln. Herr Bode, ich habe eigentlich nur zwei kleine Fragen. Die eine geht an Sie. Wann haben Sie heute Morgen das Haus verlassen? Also das Haus habe ich pünktlich um 7.30 Uhr wie immer verlassen, also vor meiner Mutter. Und mein Vater, also der Uwe, lag noch im Bett. Ja, das reicht mir schon. Geben Sie noch einmal Ihren Chef gerade, er hat einmal gegen bestätigt. Klar. Ja? Guten Tag, Herr Hauptmann, Richter, Polizei Köln. Ab wann war der Herr Bode Junior bei Ihnen im Betrieb? Kurz vor 8 war er da. Die Spurensicherung hat im Haus der Bodes einen Zettel gefunden. Sabine bestätigt, dass sie die Nummer notiert hat, aber nicht weiß, zu wem der Anschluss gehört. Mara Katic hat unterdessen Neuigkeiten über Kollege Benno. Der Benno ist nicht bei Bewusstsein und durch die Schussverletzung besteht die Gefahr, dass er gelähmt ist. Du, ich recherchiere die Nummer, wo die uns hinführt. Oh, diese Ungewissheit, die macht mich wahnsinnig. Mach dir mal keinen Kopf, das wird schon werden. Ja, ich hoffe einfach, dass alles bald gut wird. Das verzeihe ich mir sonst nie. Ja, wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, den Schützen zu ermitteln, den leider unser Kollege getroffen hat. Wir gehen davon aus, das ist der Herr Bode, der den Schuss abgegeben hat. Das ist einfach eine tragische Geschichte, weil unser Kollege liegt im Krankenhaus und ringt mit dem Tod. Das ist auch für unsere Kollegin natürlich jetzt nicht ganz einfach, weil die sich Vorwürfe macht. Und sie hat ihn aber noch aus der Schusslinie geholt. Also sie hat wirklich Mut bewiesen. Auf jeden Fall sind wir ja alle auf der Dienststelle jetzt erstmal geschockt. Wir haben jetzt zum Glück diese Nummer, das ist ein ganz wichtiger Anhaltspunkt. Die hat der Uwe Bode hier seiner Frau diktiert. Das heißt, ich hoffe, die führt uns zu einer Örtlichkeit, die wir dann auch dementsprechend anfangen werden. Die Telefonnummer führt Stefan Sindera und Paul Richter zu einer Werkstatt, wo sie schließlich Bekanntschaft mit Autolackierer Lars Klinger machen. Der Mann will Uwe Bode nicht kennen, wirkt aber extrem nervös.
Ach so, laut Eintrag bei uns ist der Grundkind hier noch der Besitzer. Nein, ich habe die jetzt erst kürzlich jetzt angemietet gehabt. So, das war der gute Mann, dem hat es davor gehört gehabt. Okay, pass auf. Ein Kollege von uns ist angeschossen worden. Dieser Herr steht in dringendem Tatverdacht. So, und die Telefonnummer führt genau hier zu dieser Werkstatt. Ja, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. So, es kann wie gesagt sein, dass es noch über den Vorbesitzer läuft, aber ich habe damit gar nichts zu tun. Keine Ahnung. Wir sind auf der Suche nach hochpreisigen Autos, die geklaut und dann verändert oder nicht verändert und dann verkauft werden. Also auf dem Hof sehe ich jetzt nicht sonderlich auffällige Luxuskarossen, muss ich sagen. Allerdings, was haben Sie hier unter der Haube? Das ist ein alter Fiat. Hat ein Kunde vorbeigebracht, so, da müssen noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, aber nichts Besonderes. Dürfen wir mal drunter gucken, ne? Dann einmal durch. Das ist aber ein komischer Fiat. Von den Fiats kaufe ich mir 1000 Stück und ich sag ihm was. Die Farbe ist frisch lackiert, der ist umlackiert. Hey, bleib stehen! Ist gut. Komm, ist gut. Wie sich Lars Klinger die Verletzung am Bauch zugezogen hat, ist zunächst unklar. Klar dürfte hingegen sein, dass der 35-Jährige mit Uwe Bode unter einer Decke steckt und geklaute Luxuskarossen umlackiert. Paul Richter macht unterdessen eine unerwartete Entdeckung. Hallo, die Polizei. Stefan, bestell mal ein RTW und du glaubst nicht, was ich hier gefunden habe. Ja, okay, mach ich. Wieso, was hast du denn? Du kannst dir gleich selber angucken. Hallo, die Polizei. Hallo. Das ist einmal mich anzuhören. Können Sie Luft holen? Bleiben Sie so, wie Sie sind. Ich halte Sie fest. Schön atmen. Machen gleich die Arme frei. Jetzt kommt der Rettungsdienst. Die gucken sich erstmal Ihre Verletzung an. Und dann gucken wir weiter. Können Sie mal sagen, wie das passiert ist? Ich weiß nicht. Okay. Der durch uns aufgefundene Herr Bode ist augenscheinlich nicht vernehmungsfähig. Das bedeutet, er fährt erstmal ins Krankenhaus, wird da behandelt. Und wenn er dann vernehmungsfähig ist, können wir unsere Fragen an ihn stellen. Genauso halten wir es mit dem Herrn Klinger. Der wird auf der Wache durch einen Amtsarzt erstmal untersucht. Wenn der einigermaßen fit ist, kann er sich mal zur Sache äußern, was sich hier zugetragen hat. Wieso der Herr Bode hier auf dem Platz liegt und wieso ein gestohlenes Fahrzeug umlackiert wurde. Und wer hier am Ende seine Finger wo im Spiel hatte.